Wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Gott berührt Menschen an Geist, Seele und Leib. Das haben wir wieder kürzlich in unserer Gebetsnacht erfahren. Und ein Mann berichtete uns dort, dass er niedergeschlagen, traurig und ohne Perspektive kam. Zuerst wollte er gar nicht kommen. Und als er ging, war er ermutigt und voller Freude. Eine völlig andere Situation. Hoffnung um 12. Wir wollen dich auch heute ermutigen, dass wenn du ganz schlapp da reingekommen bist in die Sendung, du ganz fit wieder rausgehst am Ende. Und wir wollen heute was sagen zu Geschaffen für die Zukunft. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, darfst du uns gerne schreiben auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Wir sind geschaffen für das Heute und auch für die Zukunft. Wir leben in einer ganz besonderen Zeit, wo du bestimmt sagst, ich hätte es gern 10 Jahre zurückgedreht und dann immer so weitergelebt. Nein, wir leben in einer speziellen Zeit. Heute sind dafür geschaffen und auch ausgerüstet, wenn wir es auch nicht wissen. Und wir meinen immer, wir sind für die Vergangenheit geschaffen. Wir wissen alles, was wir in der Vergangenheit gut und was wir schlecht gemacht haben, was wir hätten besser machen können und so weiter. Es nützt dir gar nichts. Wenn du das weißt, schöne Geschichte, du brauchst heute das Neue. Und letztes Mal haben wir es gesagt, neue Zeit, neue Kraft. Wenn du nicht vorwärts gehst, wird deine Vergangenheit deine Zukunft. Und so viele leben noch in der Vergangenheit und meinen, sie können da die Zukunft bestreiten. Ich sage dir, es wird schwierig. Es wird zum Teil gar nicht funktionieren. Du bist geschaffen, vorwärts zu gehen. Und gerade fällt mir ein, auch unsere Füße sind geschaffen zum Vorwärtsgehen. Du kannst natürlich auch rückwärts gehen, aber das ist mühsam. Du musst den Kopf umdrehen, die Beine sind so geschaffen, dass sie vorwärts besser gehen können wie rückwärts. Also, du bist auch geschaffen für die Zukunft. Und ich sag dir, so wie die heutigen Autos für die heutigen Straßen sind und alles, was so um uns herum ist, für das Heute ist, so bist du auch für das Heute und für das Morgen. Gott möchte es dir schenken. Danke, Herr. Herr, dass du mit dieser Zeit fertig wirst. Du hast uns auch Möglichkeiten geschaffen, die wir noch nicht sehen, Herr, in dieser Zeit fertig zu werden, mit klar zu kommen. Ich danke dir dafür. Lass es einen jeden erfahren und ermutigt sein, Herr. Herr, dass er geschaffen ist für die Zeit und dass es, Herr, vielleicht auch ein Abenteuer ist, es herauszufinden. Aber du bist mit uns. Danke, Herr. Amen. Amen. Gott berührt Menschen an Geist, Seele und Leib und deshalb wollen wir beten. Und eine Mutter schreibt für ihre Tochter wegen Unterleibsbeschwerden. Meine Tochter hat Endometriose, die in die Organe einwächst. Sie ist innerhalb von ein paar Monaten 2-mal operiert worden und jetzt ist es schon wieder nachgewachsen. Sie hat Entzündungen und starke Schmerzen. Ich bitte vom Herzen um Gebet für ein Wunder. Jesus, ich danke dir, dass du diese Tochter kennst mit dieser Endometriose und ich danke dir, dass du ihren Unterleib berührst. Danke, Jesus, dass diese Krankheit ein Ende hat, dass dieses Nachwachsen ein Ende hat. Und ich danke dir, dass du diesen Unterleib völlig in Ordnung bringst, so wie du ihn geschaffen hast. Und wir beten um Gesundheit für diese Tochter, für diese Frau und ich danke dir, dass auch diese Schmerzen aufhören. Danke, dass du sie berührst, wirklich an ihrem ganzen Leib, von Kopf bis Fuß und dass der ganze Körper wieder richtig gut funktioniert und in Ordnung ist. Danke, Jesus. Wir vertrauen darauf, dass du eingreifst und wir danken dir jetzt schon dafür. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen wegen einer Schilddrüsenerkrankung. Meine Nichte hat eine Schilddrüsenentzündung. Nun wurde eine Zyste festgestellt, die sich nach der Punktion wieder füllte. Sie wird um eine Operation nicht herumkommen. Sie hat 3 Kinder im Alter von 8, 11 und 13 Jahren. Bitte beten Sie mit mir, dass der Tumor nicht bösartig ist. Und Jesus, wir bitten nicht nur, dass er nicht bösartig ist, sondern dass er verschwindet. Ja. Und ich danke dir, dass du eingreifst bei dieser Schilddrüse und dass dieser Knoten oder dieser Tumor eintrocknet, vertrocknet im Namen Jesus. Und ich danke dir, dass diese Schilddrüse heil ist, so wie
Jesus sie geschaffen hat, wie Gott sie geschaffen hat. Und ich danke dir für vollkommene Heilung, für völlige Berührung und für völlige Heilung. Danke, Jesus. Du bist ein Gott, der Wunder tut. Und wir danken dir, dass du eingreifst. Amen. Amen. Und schreib uns dein Gebetsanliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind wie immer eingeblendet. Und ein Mann bietet für seinen Neffen um Gebetsunterstützung. Und er schreibt, mein Neffe, 21 Jahre alt, hat Krebs, der gestreut hat. Nun wird er palliativ versorgt. Seine Familie und er braucht jede Gebetsunterstützung. Ja, da wollen wir auch wir uns einklinken. 21 Jahre, unvorstellbar. Aber wir glauben, dass Gott ein Wunder tut. Danke, Herr. Herr, dass du diesem jungen Mann hilfst. Herr, ich danke dir dafür. Herr, bei dieser Aussichtslosigkeit, wir bitten dich, berühre du ihn. Danke, dass wir auch in deinem Namen, Jesu, gebieten dürfen, dass alles weicht, was nichts da rein, was nicht in diesen Körper gehört. Jede Art von Krebs muss weichen in Jesu Namen. Und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, ein Heiler bist. Danke, Herr. Amen. Amen. Und beim nächsten Gebetsanliegen geht es um Corona. Da schreibt eine Frau Folgendes. Ihr Lieben, ich bitte um Gebet für meine Tochter und Schwiegersohn. Beide haben starkes Corona mit Fieber. Meine Tochter sagt, sie liegt wie tot im Bett. Es sei schrecklich. So wollen wir den Herrn bitten. Mit lieben Grüßen. Ja, das wollen wir tun. Herr Jesus, danke. Begegne den beiden ganz besonders und auch alle, denen es ähnlich geht, in wunderbarer Weise, dass auch diese Krankheit so schnell ausgeheilt ist, dass es schnell rumgeht. Und ich danke dir dafür für komplette Heilung, dass auch nichts zurückbleibt, kein Long-Covid, sondern wirklich totale Gesundheit. Ich danke dir. Amen. Amen. Und auch viele Gebetserhörungen haben uns wieder erreicht. Und da möchte ich einige vorlesen. Muskelbeschwerden geheilt. Schmerzfrei gehen wieder möglich, schreibt hier jemand. Daniel hat im Gottesdienst über Muskelbeschwerden gebetet. Ich habe Heilung für mein Bein empfangen. Jetzt kann ich wieder schmerzfrei gehen, auch bergauf. Und das ist so klasse und erleichternd. Danke Gott und danke von Herzen für eure Gebete. Ja, es ist wunderbar, wenn man wieder laufen kann. Familienversöhnung, wieder Kontakt zum Sohn, schreibt hier jemand. Danke für die Gebetsunterstützungen in all den Jahren. Es ist ein Wunder geschehen. Gott hat mich zu meinem Sohn geschickt. Nach 6 Jahren haben wir wieder Kontakt. Nun bauen wir Beziehung unter Gottes Segen. Und wie wunderbar, wenn Familien wieder zusammenfinden. Gottes Eingreifen erlebt, das schreibt diese Frau. Danke für eure Gebetsunterstützungen in den zurückliegenden Jahren. Gott löst die Probleme zu seiner Zeit, genauso wie du es, lieber Daniel, in einem Brief schreibst. Wir erlebten dieses Eingreifen Gottes bei so vielen Krankheiten. Darm, Blase, Lungenerkrankung und Herz. Ich habe mich immer an euch gewandt und Gott heilte. Ich danke ihm, was er bisher für uns getan hat. Und Gott tut Wunder, schreibt uns ein Ehepaar. Danke für eure Gebetsunterstützung. Wir haben heute die Nachricht erhalten, dass wir trotz Rentenalter die Finanzierung für eine 4-Zimmer-Wohnung mit Gartenanteil bekommen. Es ist ein Wunder. Eine absolute Gebetserhörung. Dem Herrn sei alle Ehre und Anbetung. Ja, Gott kann alle Dinge zum Besten wenden und er hat immer eine Lösung, auch für dich. Ich glaube, du hörst auch gerne solche Wunder und solche Gebetserhörungen. Hast auch du eine erlebt? Lass es uns einfach wissen. Wir würden es hier gerne vorlesen und es freut uns natürlich auch persönlich. Ja, du bist geschaffen für diese Zeit. Und du sagst vielleicht, ach ja, stell dir vor, ich bin geschaffen für diese Zeit. Ja, das ist wirklich wahr. Du bist geschaffen für diese Zeit und auch für die Zukunft. Und mach dir das mal klar. Du möchtest vielleicht sagen oder sagst vielleicht, ach, das ist alles nichts mehr für mich. Ich sage dir,
Gott hat Wege für dich. Das ist wahr. Gott hat Wege für dich. Und wenn du Gebetshilfe brauchst, darfst du uns gerne schreiben. Und auch heute am Telefon bis 13 Uhr. Und wenn du mal wieder was Mutmachendes brauchst, nächsten Sonntag sind wir wieder da für dich, 10 Uhr im Livestream und auch auf YouTube. Wir freuen uns auf dich und alles Gute und Gottes Segen. Der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.